Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Danke. Du haben wir das letzte Mal gestorben. Ja, zieh dein Helm wieder auf. Okay. Verhaltensüberschuss und unterschwellige Signale. In ihrer aufschweifenden Analyse des Plattformkapitalismus waren Zubo von Großunternehmen wie Digidopamine, Orinico, Google, Facebook, guter Name, Palantua und Gamify, die unsichtbaren Daten über ihre Plattformbenutzer zu sammeln und unser Verhalten heimlich zu beeinflussen. So, wem kommt das nicht bekannt vor? Ach, da oben ist schon wieder Sophie. Of all the places we meet here. Mhm. Okay. Du hängst noch was. Ciao. Oh. Moment, wo muss ich hin? Ah, wie gut, dass mein Checkpoint ist. Warte. Die Viecher gehen mal auf die Nerven, du. So gelandet. Ach Gott, wie gut. Wie gut. Oh, ein Magnet. Danke. Oh, Jesus. Ach, der ist schon wieder da. Jetzt schnitt ein bisschen an, der geht ja, Magnet. Ach, komm. Ich muss Luna, ne? Industrial grooves for all our entrepreneurs out there burning the midnight oil. Ich komm da nicht durch, oder? Honey, schon mal in Dust. God, you yourself, she, as me. As to the city authority, these foreign managers need to be recent. Oh, wie denn der mich jetzt so 100 schlug? Ey, du! Geh ich den Weg wieder zurück, komm? Plus members only. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ich bin zu alt für das Spiel. Ich wollte schon X-Trick, aber es ging nicht. Yes, das mach ich. Was ist Lava?
Green Energy. Ja, das ist die grüne Energie. Geh weg, du. Geh mal, die sind noch schlimmer wie die mit ihrem Jetpack. Wie willst du drüber kommen? Halleluja. Ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich versuche schon so schnell ich kann. Junge, du bist ja ein Schalter. Mach das Vieh weg, mach den Magnet da. Bewege den Magneten. Ciao. Mach gut. Es hat sich ausgebüllt. Gebell, töte den Robohund. Danke, war meine Errungenschaft. Ach so, wie los ich jetzt wieder los? B? Danke. Uff. Jetzt muss ich aber nicht wieder zurück, oder? Nee, du kannst nicht runter. Oh, ich wollte eigentlich sachte runter, aber ja. Uff. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Wieso leuchten die so? Alles doof. Es fällt ja einiges so gelost, ne? Bevor sie auf dem Mars sind. Ich weiß nicht, ob ich interagieren will. Aha. Okay, du sitzt wer? Das ist der einsame, kann ich nicht durch. X. Ah. Die Rakete, die abgestürzt ist, ne? Bin ich gespannt. Der hat gar keinen Helm auf. Wieso hatte der keinen Helm auf? The Martian from the crash ship was different from you. He was alone. And he flew. And walked slowly. He would sit in one spot for a long time. And then curl up and sleep right there in the open. When I finally approached him, he didn't try to chase me. He took off his helmet and extended his open hand. So Charlie and I became friends. Charlie told me stories about Earth before the great ecological catastrophe, about his life in Alphaville, how he became a pilot for the mission to Mars. He didn't know anything about my mama. Okay. After years of guilt and sadness, Charlie felt he was finally home, although our mutant environment was slowly killing him. Charlie taught me to read. Biology, medicine, physics, history, literature. I devoured it all. I taught him to hunt. He taught me about machines. Oh, he also told me not to eat humans. I showed him how to communicate with animals. We spent a lot of time in the ASA building, the place where his rocket launched during the evacuation to Mars. It brought up so many memories. Then one day,
An old drone spotted us flying around and attacked us. Okay. Eine Drohne. Checkpoint Charlie. Aber das finde ich jetzt gut. In der Ferne kann man ganz Alphaville sehen. Okay. Früher war die Stadt nachts voller Lichter und Leben. Und jetzt verlassen und leer. Ja, das ist dann schon ein komisches Gefühl, ne? Aber auch irgendwie schön. Meine Frau war ein paar Stunden verbunden. Das Letzte, was ich auf der Erde hörte, war ihre Stimme, die den Countdown herunterzählte. Oh je, die ist gar nicht mit, Florent. Ich habe sie zurückgelassen. Charlie, der heldenhafte Pilot der Mars-Mission. Mhm. Sie versprachen mir, dass ich die Raketen beim Rückflug lenken würde. Aber sie ließen mich nie zurückfliegen. Der Geschäftsführer ist außer sich, dass ich das Schiff hierher entführt habe. Oh, so lass wohl. Ich weiß, dass diese Welt mich am Ende umbringen wird. Aber ich habe das Gefühl, endlich zu Hause zu sein. Ja, ich verstehe, was er meint. Kinder, sehen wir uns ein wenig um. Kinder? Nur eins. Radio Nostalgia from Mars. Greetings and salutations, all Tesla City citizens out there. The talk of the town at the moment is that Charlie, our national hero, pilot of the Mars mission, has escaped in a private golf club wasteland shuttle, following into our esteemed CEO. As of now, we haven't been able to make contact with Charlie, who seems to be roaming the ruins around Alphaville. Playing golf? Sag's doch! It has been revealed that he has been severely depressed over the past few years whilst working as an Orinoco water delivery driver. We're hoping Charlie, who is a long-time listener of RNFM, can reach out to us. So Charlie, this is for you. Dieser Song ist für dich, Charlie, okay? Charlie? So sehe ich das Viech, guck mal vielleicht. Das war keine gute Idee. Okay, noch. Oh Mann. Okay. Vom Gräschen. Oh, ich hab mich doch gedruckt. Geduckt. Lieber Quang, der Jetpack. Ciao, ciao. Also das heißt, ich musste oben landen. Radio Nostalgia, Mars. Gibt's doch jetzt nicht. News of Charlie's departure has sent a shockwave through the city, and stories have been pouring in. Let's hear one now. События, воспоминания, старые добрые времена, оригинальные источники, истории, надежда, поколение, драма, радионостальгия с Марса. I don't know what I'm doing up here on Mars, to be honest. Luck of the draw, I guess. Muss ich vielleicht Y drücken, wenn ich da bin? Das kann sein. Um zum Mars zu schicken. It was a single ticket. Irgendwo muss ich Yolande kennen. Seeds didn't work. So I was forced to leave my family behind. Ich weiß nicht, wie man das Ding, weiß nicht, wie ich es machen soll. I would have preferred to go under the waves with my wife and kids. Better than eking out. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich hab's jetzt mit Y versucht, ich hab's mit A versucht. Ich hab's langsam versucht. What a joke. I gave up everything to end up scrubbing air filters and crawling on my belly through endless ducts.
We're not really allowed to talk about it, but a few of the ships didn't make it. I often wish I was on one of those that fell back into the atmosphere. Wie komm ich da durch? The cinders in the sky. Anyway, wenigstens habe ich sowas wie ein neues Hobby gefunden. Crawling around below the city. I started messing about with the acoustics in the access tunnels. Some of them are miles long, and just about any sound down there becomes beautiful and haunting. I'm no Pavarotti, but I did find a new joy in singing to my kids. I feel that they're with me sometimes, peeking through my toolbox, asking questions. Okay, ich hab keine Ahnung. Wir probieren es einfach irgendwie. Question after question. What's this, Papa? Where do these go, Papa? Wohin gehört das, Papa? Wofür ist das, Papa? And I take them. Es ist schon krass, ne, wenn man das überlegt, was denn passiert ist. Forget my singing. I thought maybe I should share a song with you. Blödes Vieh. I grow weary singing to fading memories in the dark. Kinder verloren, ganze Familie auseinandergegangen. Ich weiß nicht, wie ich da durchgehe. Ach, einfach mit durch. Sag's doch. Du. Wahrscheinlich bin ich vorher am Fuß hängen geblieben. Guck mal. Google. Google. Oh, bin ich endlich gelandet? Danke, Charlie. Jetzt gucken wir erstmal, was das ist. Charlie, wir haben so viel erreicht. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Unser ASA-Team wird es möglich machen. Hör nicht auf die Gerüchte. Wir haben die Raketen getestet. Sie werden funktionieren und zwar nicht nur für eine weitere Flug. Vielleicht können wir die Leute außerhalb von Alphaville doch noch retten. Ich habe Hoffnung, unsere Siedlung auf dem Mars steht noch auf wackeligen Füßen. Aber das Team von Tesla City wird alles in Ordnung bringen. Du wirst sicher zurückkehren und nächstes Mal fliegen wir zusammen. Bitte, Charlie, mach dir keine Vorwürfe. Sei einmal mehr ein Held. Als deine Vorgesetzte befehle ich es dir. Das ist meine Gelegenheit, meine Führungsqualitäten zu zeigen. Weine also nicht, wenn du mich den Countdown auf runterzählen hörst. Ich bin immer bei dir. Unsere Liebe kann uns alles überstehen. Wir sehen uns in 6 Monaten. In Liebe, deine Anna. Oh, das ist heftig, ne? Das ist sie wahrscheinlich. Das ist krass. Ja, ich kann weiter mit dem Fliegen. Ich würde aber gerne gucken, ob es irgendwas gibt. Nee. Wow, das ist echt heftig, findet ihr nicht? Okay, machen wir noch einen Flug. Oh, oh. Da sitzt sie, die Anna. Ich habe Angst, da kommt wieder irgendeine Krähe oder irgendwas. Aber guck mal, das hätte Bump eingeschlagen. Ajo. Oh. Ich bin nicht dein Essen. Soll ich einen Charlie hinbringen? Wenn der das funktioniert. Nee, der geht ihn zurück zu dieser anderen. Das war's ja garantiert. Hopf, Mistvieh. Du, danke. Moment, ich habe ganz dahinter was zählt. Das ist noch im Fernseher. Ja. Ich habe dahinter trotzdem. Ach, guck mal, da komme ich wieder hoch. Das skandinavische Handbuch für das Raumschiff Erde. Aber wir alle sind Erdlinge. Eine Kurzanleitung, wie wir durch Technologie, umsichtige Verwaltung und vorausschauende Planung auf diesem kleinen Raumschiff Erde nachhaltig leben können. Okay. Mal nochmal Fernsehen. Aha.
Interessant. Also ich finde es echt gut gemacht. Finde ich die Story, die sich dahinter verbirgt, auch wirklich interessant. Bürgermeister von Elferville, die Klimakrise ist eine Chance. Eine Chance. Eine Chance, es jetzt besser zu machen. Mhm. Kennen wir. Okay. Gibt. So, wie komme ich wieder hoch? Ja, ja, schon klar. Boah, schweres Geschütz. So, wo ist denn Loch in der Tick? Eieiei. Hä? Du, oder? Oh. Ach, guck mal, was sieht das für ein Tisch? Cookies. Eis. Mensch, die Kekse waren noch gut. Hm. Okay, Simulacrum. Mhm. Hey Charlie. Okay, an dieser Stelle würde ich aber auch beenden. Ich finde es echt interessant gemacht. Finde die Story auch nicht schlecht. Ich bin gespannt, bis Charlie demnächst geht. Ich nehme an, wird er noch sterben. Dass er so lange überlebt ohne seinen Helm, ist ja schon... Okay. Naja, dann danke ich euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.